Moin Moin Seekreuz-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekreuz-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und willkommen zurück zu dieser Flaschenpost zum Ende der Woche und wir fangen dann direkt mit den Themen an. Ihr seht, wir haben schon wieder eine riesen Liste für euch, also geben wir einfach mal Gas und fangen direkt an und zwar mit den neuen Aufgaben bzw. überhaupt eine Auftragsübersicht, so wollen wir das ja mal eher nennen. Es sind auch immer wieder ein paar neue Aufgaben dabei, so auch diesmal. Ich möchte da trotzdem ganz kurz nochmal oben erwähnen. Es gibt immer noch die gewertete Gefechtesaison, die 11. Saison. Ihr habt aktuell immer noch die Chance, T9-Schiffe günstiger für Credit zu erwerben. Forschungsschiffe wohlgemerkt und die Dublonen, die permanente Tarnung, ist um 50% für das T9-Schiff reduziert. Geht noch bis zum 27. Februar. Die nächste Variante ist dann Great White Fleet. Da hatten wir am Mittwoch schon mal ganz kurz drüber berichtet. Ist am 20. Februar angefangen und endet am 27. Februar. Da gibt es dann so eine Auftragsreihe, mit der ihr besondere Container erfahren könnt und so weiter. Ich werde den Artikel nochmal verlinken zu dieser ganzen Geschichte unten in die Beschreibung. Wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, dann geht einfach in die Flaschenpost von Mittwoch, also die Ausgabe hier vor. Dann bekommt ihr da sämtliche Infos zur Great White Fleet. Dann geht's weiter. Tag des Verteidigers des Vaterlandes. Ja, 22. Februar ist heute und das geht bis Montag. Und ihr könnt da so einige Rabatte und Bonis mitnehmen. Hier, wie gesagt, Creditpunkte rabattiert. Also das Verbrauchsmaterial, verbrauchbares Verbrauchsmaterial, so nennen sie das hier. Wird um 60% reduziert. Also die Creditpunkte in dem Sinne sind das sowas wie Schadensbegrenzungsteam 2, Defensiv Flakfeuer 2, alles was die Premium-Geschichte ist, die ihr für Credits dann ja auch im Game kaufen könnt. Die kosten sonst 22.500 und jetzt kosten sie eben weniger. Dann gibt es einen Bonus und zwar 23% auf die Creditpunkte und die Schiffs-EP, wenn ihr ein Gefecht gewinnt an diesem Wochenende. Und zwar kann man das alles 23 Mal wiederholen. Das heißt 23 Gefechte in Zufall, Koop und gewertet T5 bis T10. Und wenn man 10 Gefechte gewinnt, auch im Unternehmen Zufall, Koop und gewertet, mit sowjetischen Schiffen T5 bis T10, erhält man den Tag, also den Aufnäher Tag des Verteidigers. Das ist dann hier diese nette Geschichte. Der Auftrag kann logischerweise nur einmal abgeschlossen werden. So, Sail Strike Win, der läuft seit 15. Februar und geht auch noch bis zum 27., also jetzt den kommenden Mittwoch, wo ihr hier die Bänder erfahren müsst, Flugzeuge abschießen müsst und so weiter und so weiter. Und dann gibt es immer so einen netten Bonus am Ende. Und ganz zum Schluss, wenn ihr die Auftragsreihe fertig habt, gibt es eben 1000 Kohle. Also auch da nochmal, wer noch nicht angefangen hat, für den wird es jetzt schon eng. Aber wer sich da schon drum bemüht hat, um die ganze Geschichte, da schon vielleicht jetzt mittendrin ist, statt nur dabei, dann, der ist dann schon eine ganze Ecke weiter, ne? Dann läuft natürlich noch das Fly-Strike-Win-Event, das mit diesen Direktiven-Geschichten, wo ihr wieder Container bekommen könnt und so weiter und so weiter. Da sind wir jetzt in der Phase zurück in den Himmel. Da gibt es dann auch wieder Tarnmuster, Creditpunkte, was ihr da alles, also wenn ihr alle Direktiven erfüllt, könnt ihr dann da wieder einiges mitnehmen. Hier an Kohle, Elite-Kapitäns-EP, Verbrauchsmaterial etc. pp. Und wir hatten eben gesagt, wir sind am 22. Das heißt, dieses Wochenende ist dann am Sonntag die Möglichkeit, wieder EP, Free XP, Elite-Kapitäns EP und Kohle zu erspielen. Wenn man dann alle täglichen Aufgaben zusammensucht sozusagen, dann habt ihr am Sonntag wieder also noch eine gute Chance, ein bisschen euer EP-Konto aufzuforsten. Des Weiteren gibt es hier Typ 2 Tarnmuster, 36 Stück, wenn man alle Aufgaben macht. Und heute gibt es eben Equal Speed, Charlie London und auch 400 Kohle am Ende. Die 400 Kohle sind übrigens jeden Tag mit da drinne. Also das ist immer, wenn man die erste Auftragsreihe und dann die zweite tägliche Auftragsreihe erfüllt hat. Dafür gibt es dann immer diese Kohle. Ihr wisst das alles bestimmt schon. Also die meisten von euch zumindest wissen schon, wie die täglichen Aufträge funktionieren. Wenn nicht, einfach in die Kampfaufträge reingucken bei euch. Die persönlichen Kampfaufträge sind das. Da drinnen könnt ihr immer sehen, wie die Voraussetzungen sind und wie euer Progress in der jeweiligen Aufgabe ist. So, das war das, was ich für die Aufgaben für euch habe. Dann gibt es den nächsten Punkt und das ist dann der Premium Store. Da gehen wir nämlich direkt mal hin. Da möchte ich nur ganz kurz wieder darauf hinweisen. Ich mache hier keine Werbung, also direkt Werbung für irgendwie, ihr sollt unbedingt im Store irgendwas kaufen oder wie auch immer. Es ist nur ein Hinweis von meiner Seite. Der eine oder andere guckt vielleicht nicht so regelmäßig auf die Homepage, dafür aber hier uns bei Seekreuz in den Kanal und
Schaut hier das Video, das wird mir auch immer wieder in die Kommentare von euch geschrieben. Und von daher möchte ich auf jeden Fall euch hier ein vollständiges Bild bieten. Und das vollständige Bild, dazu gehört auch der Premium Store ab und zu. Und ich möchte euch nur kurz mitteilen, es gibt die Jambar aktuell wieder zu kaufen, auch im Angebotspaket. Dann gibt es die Atlanta, günstiger als sonst. Wer die Atlanta noch nicht hat und sie unbedingt haben möchte, für den wäre das vielleicht eine interessante Geschichte. Ich muss mir das mal überlegen, weil die Atlanta habe ich zum Beispiel noch nicht. Und ja, die Wichita ist immer noch verfügbar. Außerdem wurde das Mietschiff geändert, nämlich es ist jetzt nicht mehr die Leterrible, sondern die Ashitaka. Also da kostet die Miete 4,49 und die wird ja, das ist ja jetzt neu bei World of Warships, die wird dann verrechnet. Sollte euch das Schiff gefallen und ihr wolltet behalten und kauft es in diesem Mietzeitraum, kriegt ihr quasi 4,49 erstattet, wenn man dazu sagen will, oder abgerechnet von dem Kaufpreis. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht groß viel Neues, keine Container oder irgendwie so eine Sachen im Premium Store. Von daher gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt und das ist die TwitchCon. Ja, die TwitchCon findet ja am 12. April bis 15. April statt. Da geht es halt um Twitch und alle so eine Sachen. Was da genau läuft, weiß ich selber nicht, war da noch nie. Aber ihr könnt Eintrittskarten gewinnen. Und zwar hat Wargaming oder World of Warships mit der TwitchCon zusammen so eine kleine Mini-Kooperation da. Oder vielleicht auch schon eine größere Kooperation. Es gibt einen Wettbewerbszeitraum, nämlich vom 25. Februar bis zum 26. März. Und ihr müsst in dem Zeitraum mindestens 24 Stunden. Also in Summe total, ne? Ihr könnt also 12 Streams à 2 Stunden machen zum Beispiel, gestreamt haben. Ihr müsst diesen Hashtag in eurer Bezeichnung mit drin haben, bei dem Artikel sozusagen, bei der Livestream-Bezeichnung. Ihr müsst natürlich World of Warships streamen sozusagen auf Twitch logischerweise und es wird dann 2 Gewinner geben, einen deutschsprachigen, einen englischsprachigen und die werden dann zur TwitchCon geschickt sozusagen und da gibt es sicherlich noch einige andere interessante Geschichten. Dann gibt es hier einen ersten Platz, einen zweiten Platz, einen dritten Platz und so weiter, wo man überall hier noch ein Mikrofon mitnehmen kann, Elgato Stream Deck und so weiter und so weiter. Also einfach hier auf der Seite anmelden und dann kann man sich hier schon anmelden. Also wer Streamer ist von euch, einfach kurz den Artikel durchlesen und da erfahrt ihr quasi alles, was ihr beherzigen müsst. Da ich kein Twitch-Streamer bin, in dem Sinne, bringt euch das nur nahe, für den Fall, dass ihr hier zuschaut. Ja, ist das die Einladung von Wargaming, die ihr dann nutzen könnt, möglicherweise. Gut, zum nächsten Punkt geht es dann nämlich jetzt über und jetzt kommt der spannende Teil, nämlich der Supertest-Teil. Ja, es wurden die ersten Bilder veröffentlicht und zwar gibt es 4 neue Kampfmodis. Und zwar dieses Jahr zu Ostern, wenn man dazu sagen möchte. Nämlich am 1. April geht die ganze Geschichte los. Das sind dann hier wieder diese Weltraumgefechte sozusagen. Plus in 4 verschiedenen Kampfmodis. Es gibt dann hier die Ringe des Saturns. Es gibt hier die Binera Stern, Torpedo Beat. Und irgendwo war noch ein Punkt, ich glaube genau das Standard-Weltraumgefecht. Also so wie wir das schon kennen mit den üblichen Spielern hier. Weltraumangriff heißt das hier, genau. Ja, also das eine ist dann halt ganz normal mit 2 Teams, irgendwie was mit Kraftfeldgeneratoren, wie genau das dann alles funktioniert, kann man sich dann hier bei uns auf der Facebook-Seite in Deutsch durchlesen. Dann gibt es die Ringe des Saturns, das ist ein optimiertes Epizentrum, wo die Sachen halt ein bisschen anders funktionieren als in einem normalen Epizentrum-Spiel. Dann gibt es Binera Stern, da startet man quasi, es gibt quasi vertauschte Vorzeichen. Ihr startet in der Gegnerbasis und der Gegner startet in eurer Basis. Ja, und das soll dazu führen, dass ihr, die Basen sind recht groß und am Anfang könnt ihr diese Gegner, also die in eurer Basis stehen, relativ einfach erreichen, aber die Basen werden mit der Zeit immer, immer kleiner. Das heißt, ihr müsst permanent eure Basis, also die Gegner, beschießen, damit ihr sie zurücksetzt. Ja, das ist eine sehr interessante Variante, wie ich finde. Und dann gibt es eben Torpedo Beat. Ja, das ist so, man kann das irgendwie nur mit Zerstörern fahren und es gibt nur 5 Schiffe pro Team. Also eine ganze Geschichte. Da gibt es dann halt nochmal hier eine ausführliche Geschichte. Ich will jetzt nicht auf alles da genau eingehen, weil es ist jetzt im Supertest, das kann sich also auch nochmal verändern. Und wenn es dann nachher final kommt, nämlich dann wahrscheinlich mit dem Update 083 Ende März, wird es wieder einen ausführlichen Artikel auf der Homepage geben. Und da haben wir dann auch die finalen Daten, wie wir diese Gefechte dann fahren dürfen, wenn wir denn Bock drauf haben. Wie gesagt, es wird 4 Karten geben. Ich habe hier ein paar Bilder für euch. Das ist Ludus, das ist Navis, das ist Apuls
und es ist Risus. Das sind abgewandelte Karten. Und zwar Mündung, Tränen der Wüste, Weg des Kriegers und Gefahrenherd haben dafür hergehalten, um so ein bisschen sozusagen da eine Abwandlung auf ja, diese Weltraumkarten zu machen. Es wird natürlich Möglichkeiten geben, da wieder besondere thematische Sachen zu bekommen. Nämlich, es gibt zum einen im Arsenal diese Ressource Ironium und dafür wird es dann Aufnäher geben. Es wird thematische Kommandanten geben, die ihr da wieder euch kaufen könnt für Tarnungen, für Premiumschiffe, Credits, die man da irgendwie austauschen kann und so weiter und so weiter. Einzigartige Upgrades für Schiffe der Klasse 10. Ja, sollen da auch irgendwie für möglich sein. Und du kannst bis zu 4 Missionen für Dublonen, also Aufgaben für Dublonen erhalten offensichtlich, die da ebenfalls dann Ironium zum Schluss eben bekommen. Ja, also wo man als Belohnung für diese Mission Ironium bekommt. Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder Weltraumtarnung, nämlich 9 aus dem letzten Jahr und 2, die jetzt neu dazugekommen sind, und zwar für die Hindenburg und für die Shimakaze. Außerdem gibt es dann auch wieder permanente Weltraumtarnung für den amerikanischen Kreuzer der Tierstufe 6 bis 9. Enthalten ist Pensacola, New Orleans, Baltimore, Buffalo, Galisonnière, Algerie, Charles Martel und Saint Louis. Also wenn man diese Aufgaben eben erfüllt. Ja, wie genau das dann alles miteinander zusammenhängt, werden wir dann mit der Zeit einfach sehen. Ich denke, das ist erstmal ein netter Vorgeschmack. Ja, und kommen wir jetzt hier schon dann direkt nach den Weltraumgefechten, kommen wir dann zum nächsten Thema schon. Und da sind wir dann beim Arsenal, Wehrpass und so weiter. Und ja, es wird einiges verändert. Und zwar gibt es ein Arsenal-Update, es wird eine Verbesserung an der Oberfläche im Hafen geben und Wehrpass-Auszeichnung, also die ganze Bezeichnung und dieses ganze Erscheinungsbild wird so ein bisschen verändert. Das Erste, was wir hier bekommen, ist mit dem Update 082 eine Überarbeitung der Tarnung für die Black. Die sieht man dann hier unten, ja, und da hat man dann eben den Erkennbarkeitsbereich, die Streuung der Granaten ist Standard, Kampferfahrung plus 150%, Kosten, also die freie Erfahrung pro Kampf 150% und dann gibt es Erfahrung des Kommandanten pro Kampf, ja, auch um 150% gesteigert. Außerdem werden die Wartungskosten vom Schiff sozusagen um 10% minimiert. Außerdem bietet das Arsenal jetzt neue Möglichkeiten, zu suchen sozusagen nach Schiffen, Stufen, benötigte Ressourcen, Klassen und Nationen. Außerdem wird das Arsenal in Zukunft nicht mehr Arsenal heißen, sondern dann Waffenkammer. Ja, finde ich auch ein bisschen passender vielleicht, ein bisschen eingehender. Außerdem wird eine neue Tarnung vorgestellt, und zwar eine Stream-Tarnung, ist das dann sozusagen, die dann in offiziellen Stream als Giveaway sozusagen hinzugefügt wird. Die sieht man dann hier unten. Ja, das ist diese Stream-Tarnung, die da kommen soll. Und das hier ist übrigens die Black-Tarnung. Ja, die man dann bekommen soll für diese besondere Ressource da oben. Für Kupfer, soweit ich das weiß. Oder für Molybdän, also Blei oder so. Ist eine lateinische Bezeichnung für Blei ist das, glaube ich. Ja, wie gesagt, auch da gibt es eben dann die Erkennbarkeit, die Streuung der Granaten ist Standard. Dann gibt es eben freie Erfahrung um 100% gesteigert und 20% Credits pro Kampf. Das gibt es mit den mit der unteren Tarnung, also mit der hier, ja. Wie gesagt, auch alles im Supertest noch, also kann sich das auch nochmal ändern, die Werte vielleicht, wobei bei den Tarnungen in der Regel nicht mehr so viel passiert. So, das nächste ist dann, dass die Oberfläche des Hafens geändert wird. Also die Banner im linken Teil des Bildschirms werden aktualisiert, also das, was man da immer links alles so sieht mit den Kampfaufträgen und hast du nicht gesehen. Dann wird es einen Fortschritt für die Spieler geben, die den Level 15 im Wehrpass noch nicht erreicht haben. Da sieht man einfach besser, wie weit man ist. Ja, wahrscheinlich so eine Art Fortschrittsbalken, also in den ganzen Schichten. Dann wird es eine Veränderung geben bei der Auszeichnung, die man ja selber wählen kann. Ne? Man kann ja diese Aufnäher und bestimmte Auszeichnungen für bestimmte Schiffe, also keine Ahnung, wenn man 50 Mal mit einem T10-Schiff gewonnen hat, der Deutschen und so eine Sache, bekommt man ja immer bestimmte Embleme sozusagen. Und die werden jetzt Teil des Hafens, wenn ich das richtig verstanden habe. Der wird nämlich in Zukunft oben links angezeigt werden. Also die machen jetzt einfach eine komplette Überarbeitung der Hafenoberfläche, könnte man sagen. Der Online-Zähler, der Server, die Server-Statistiken, Server-Info wird alles ein bisschen verändert und überarbeitet.
Und ihr kennt uns, wenn es was gibt, was wir euch zeigen können, was auch wirklich von Bedeutung ist und dann auf dem Testserver verfügbar ist, dann werden wir euch auch auf dem Testserver zeigen. In der letzten Testserver-Session gab es eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel, was man euch richtig zeigen konnte auf dem Testserver. Das meiste wird erst auf dem Live-Server freigeschaltet, deswegen haben wir da darauf verzichtet, euch ja, diese Informationen da zu bringen, weil sie einfach nicht so super toll umfassend waren. Das wären irgendwie so 2 Minuten erzählen gewesen und dann wäre es da durch gewesen. So, jetzt kommt ein bisschen mehr, offensichtlich mit dem Hafenumbau. So kann man das auf jeden Fall mal wieder streamen vom Testserver. Das kennt ihr dann, wenn die Testserver-Runde anfangen, könnt ihr auch Secrets schauen und bekommt dann schon mal eine Vorschau auf die Sache, die euch in Zukunft erwartet. So, nächster Punkt ist dann eben die Georgia und die Kornquerer und die Monarch. Wir haben ja, wenn ihr schon lange bei uns zuschaut, schon vor einiger Zeit davon berichtet, dass die Conqueror wahrscheinlich umgebaut wird, ein bisschen. Und ja, es kommen jetzt ein paar Veränderungen. Ich möchte erstmal ganz kurz auf die Veränderung der bestehenden Schiffe eingehen, bevor wir auf die Georgia eingehen. Also, es wird Veränderungen für die CV-Klasse geben, und zwar das Interface des Decks wird überarbeitet. Also nicht des Decks, sondern eigentlich die Anzeige an sich, was an Flugzeuge auf dem Deck sich befinden, wie das mit dem Aufladen funktioniert und so weiter. Außerdem werden die Höhen der Flugzeuge nochmal angepasst, sodass man dann doch die Flugzeuge wieder schneller mit dem F-Taste zurückziehen kann. Da wird ein bisschen was überarbeitet. Und zwar die angreifenden Flugzeuge kehren schneller in diesen geschützten Bereich, also in den Unverwundbarkeitsmodus zurück, als die Flugzeuge, die oben drüber fliegen, weil die ja sowieso schon einen Höhenunterschied haben. Ne? Und da soll zu einer besseren, ja, Interaktion quasi mit den Flugzeugen oder nachvollziehbare Geschichte führen, weil die dann von dem Sinne die angreifenden Flugzeuge und die nicht angreifenden Flugzeuge vom Geschwader die gleiche Zeit im Flakfeuer verbringen. Ja, also die brauchen jetzt als Beispiel, brauchen beide nur 5 Sekunden, bis sie in den ungeschützten, also in den geschützten Modus kommen. Ja, jetzt ist es so, dass das untere Flugzeug vielleicht 12 Sekunden braucht, also die gerade angegriffen haben, und die Geschwader oben vielleicht nur 8 oder so. Ja, in Zukunft sollte einfach ja, eine Gleichheit da integriert werden. Finde ich persönlich zumindest nicht schlecht. Nach dem Hotfix 08, 03, da haben sie doch nochmal ein bisschen was gegen die Flugzeugträger geändert. Und jetzt wird es auch mal Zeit, dass nochmal ein paar Sachen vielleicht auch in Richtung Flugzeugträger verändert werden, weil es ist schon nochmal ganz schön krass geworden, wie ich persönlich finde. Auch wenn ich gestern 2 tolle Runden hatte, ist es nochmal deutlich anstrengender geworden. Und auf T10 Schaden zu machen, ist jetzt wirklich eine riesen Herausforderung, wenn denn die Spieler im Wasser nicht Fehler machen und irgendwie einzeln fahren oder solche Sachen. Sonst ist man eigentlich immer ausgeliefert und man kann nicht viel als Trägerfahrer dagegen machen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Dafür haben sie sich zu viel Mühe gegeben, das Gameplay zu ändern. Und jetzt wird es irgendwie gerade so ein bisschen abgewürgt, hat man das Gefühl. Aber wie gesagt, das ist ein permanenter Progress, eine permanente Veränderung. Auch da wird es sicherlich weitere Entwicklungen geben, die dann mit den nächsten Updates eingeführt werden. Und dann bin ich mir recht sicher, dass da auch nochmal was überarbeitet werden wird, weil sie ja sicherlich mitbekommen, was die Spieler darüber denken. So, dann geht's weiter. Ich möchte ganz kurz unten zu den bestehenden Schiffen weitermachen. Monarch und Conqueror. Hier haben wir jetzt die Monarch. Und zwar sieht die Zitadelle aktuell so aus. Und in Zukunft wird die Zitadelle einen Tick hoch wandern. Die Panzerung hier wird ein bisschen verstärkt, aber sie wird leichter zu erreichen sein für Granaten. Und somit wird die Monarch mehr Schaden fressen. Und genauso ist es dann auch bei der Conqueror. Sieht dann so aus. Auch da guckt die Zitadelle ganz leicht über dem Wasser raus. Wird auf jeden Fall anstrengender mit dem Schiff zu fahren. Aber man kriegt auch ein bisschen einen Bonus dafür. Denn beide Schiffe können Kasematten-Schaden in Zukunft von statt 60% sogar 75% reparieren. Also das ist der Schaden, der einschlägt, nicht in die Zitadelle einschlägt. Sondern Kasematt ist ein Level sozusagen obendrauf auf der Zitadelle. Und da kann man mit der Reparaturmannschaft eine ganze Menge wieder mit herstellen. Für die Monarch steigt die Heilungsrate an sich, nämlich auf 0,6% der Gesamt-TP des Schiffes pro Sekunde. Und die Abklingzeit der Reparaturmannschaft wird auf 2 Minuten reduziert.
Das soll am Ende dazu führen, dass diese Schiffe nicht mehr ständig irgendwie auch mal ein bisschen zu viel riskieren können und trotzdem immer noch überleben. Gerade mit der Conqueror, muss ich schon sagen, habe ich mir so ein bisschen auch einen aggressiveren Fahrstil angeeignet mit der Zeit und habe auch ein bisschen was riskiert, weil man eben mit der Reparaturmannschaft recht viel wieder rausholen konnte und man doch recht selten im Verhältnis zum Risiko Zitadellen fressen musste. Und dazu hatte man auf Nahkampf eine sehr, sehr gute AP und auf Distanzkampf eine sehr, sehr gute HE. Und das war ein einfach cooles Schiff, das hat Spaß gemacht und ich glaube schon, dass das auch weiterhin möglich sein wird. Aber man hat dann hauptsächlich wahrscheinlich nur noch 2 Geschütztürme benutzt, statt alle 4. Die 4 benutzt man dann eben aus gesicherter Entfernung. So, und dann kommen wir zu Georgia. Und zwar wird das ein amerikanisches T9-Schlachtschiff. Und was da so heraussticht, ist, dass die Hauptbatterie nur aus 3 Türmen besteht, A2-Rohre, und zwar 457 mm Kaliber. Das ist also auch nochmal eine richtig ordentliche Schlag ins Gesicht, kann man sagen, wenn man davon mal was abbekommt von der AP-Munition. Denn auch der AP-Schaden wird hier mit 15.700 angegeben, eine relativ hohe Brandwahrscheinlichkeit mit 43%, 6.450 Alpha-Damage bei HE. Ja, das hört sich erstmal alles gar nicht so schlecht an. Und dann kann man aber gleich weiter gucken. Das sind, wie gesagt, erstmal alles Werte, die alle noch subject to change sind. Ne? Aber hier ist eine Streuung angegeben. Und zwar von 270 Meter auf 21 Kilometer Kampfentfernung bei einem Sigma von 2,0. Meiner Meinung nach hört sich das erstmal alles gar nicht so total verkehrt an. Aber man darf eins nicht vergessen. Es sind nur 6 Mumpeln, die da durch die Luft fliegen. Und somit kann euch das Sigma auch mit 2,0 immer noch relativ guten Strich durch die Rechnung machen, wenn die Streuung 270 Meter auf 21 Kilometer beträgt. Was man davon sicherlich noch abziehen kann, ist ja das amerikanische Modul. Man hat ja dann im Slot 5 hinten den Artillerie-Plotter-Raum 3 oder was das, glaube ich, ist, wo man nochmal 11% der Streuung reduzieren kann. Dann wird das hier sicherlich eine ganze Ecke besser werden, der Wert. Ich vermute mal, dass dieses Modul auch auf diesem Schiff verfügbar sein wird. Wir wissen es aber nicht final. Das heißt, das sind jetzt nur Vermutungen, die wir hier haben. Was hier auffällt, sind, dass die AP-Munition relativ langsam unterwegs ist. 732 Meter pro Sekunde. Und dass sich auch beim Flakschaden ein bisschen was getan hat. Einmal ist die Trefferwahrscheinlichkeit mit 73% irgendwo so der Durchschnittswert der amerikanischen Schiffe auf T9. Ich habe mir vorhin mal die Iowa angeguckt. Die liegt recht ähnlich, aber was mir ganz doll auffällt, ist, dass der Schaden der Explosion deutlich abgenommen hat. Nämlich bei der Iowa hat man auf der Mittelklasse noch über 1000 Trefferpunkte pro Explosion, wenn man denn von der Explosion getroffen wird. Hier ist es so, dass man Schaden bei einer Explosion nur noch 385 bekommt. Ob das vielleicht sogar ein Hinweis ist, wie die Flak sich in Zukunft entwickeln könnte, ja, müssen wir dann sehen. Weiß ich nicht genau, was ich dazu jetzt sagen soll, aber ich wollte euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Der Schaden bei einer Explosion ist hier deutlich geringer als bei den Schiffen, die aktuell im Spiel sind. Vielleicht sind das auch alte Werte und die neuen Werte haben wir jetzt bereits im Spiel. Das wissen wir alles nicht. Ne? Das Schiffchen hier hat ein Schadensbegrenzungsteam, hat eine Reparaturmannschaft, hat einen Kampf- oder ein Sporting-Flugzeug, also einen Jäger oder eben ein Flugzeug, was die Reichweite erhöht. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Das Schiff wird sicherlich noch einige Zeit brauchen, bis es dann verfügbar ist im Spiel. Aber man könnte ja vielleicht schon mal anfangen, möglicherweise Kohle oder Free XP zusammenzufahren. Weil Stahl, es kann natürlich auch für Stahl theoretisch kommen, aber in der Vergangenheit waren es dann halt T10-Schiffe, die für Stahl kamen. Von daher ist wahrscheinlich Kohle oder Free XP durchaus möglich. Oder es ist irgendeine Aktion, die sie da planen und dafür kann man das dann als, keine Ahnung, Belohnung bekommen. Wir wissen ja nicht, Wargaming überrascht uns ja immer wieder. Von daher, ja, schreibt mir gerne, was so eure Meinung zu der ganzen Geschichte ist. Freut ihr euch auf die Georgia oder werdet ihr eher so sagen, naja, ich gebe das Geld lieber für andere Sachen aus oder die Kohle oder die Free XP? Würde mich einfach mal interessieren, was ihr dazu denkt. Ja, das war's mit der Georgia, Conqueror und Monarch. Und ihr habt unten schon gesehen, Siegrauts Geburtstag steht da unten noch dabei. Und da kommen wir dann zu dem Thema. Ihr seht es auf der linken Seite oben hier über mir auch schon eingeblendet. Wir fangen jetzt an mit unserer Geburtstagswoche. Siegrauts wird jetzt in der kommenden Woche 2 Jahre alt. Und das ist die Gelegenheit für uns, bei euch
Danke zu sagen und freuen uns, dass wir hier schon 2 Jahre Teil der Community sind. Und wir freuen uns auch, dass ihr uns hier regelmäßig zum Beispiel auch bei YouTube oder auch auf der Facebook-Seite, bei uns im Discord und so weiter, uns besucht, uns Infos gibt, Rückmeldung gibt und so weiter. Und ja, die nächste Woche wird also sehr, sehr spannend. Wir fangen, wie gesagt, am Samstag an und werden einen Multi-Livestream mit KPM zusammen machen. Und in den nächsten Tagen haben wir dann wieder Dienstag und natürlich den Samstag darauf, also Samstag in einer Woche, wieder Livestreams, die fest geplant sind. Und wie sich das zu einem Giveaway, zu einem Geburtstag gehört, wird es da auch die ein oder andere Kleinigkeit für euch geben. Und ihr solltet auf jeden Fall den YouTube-Kanal in den nächsten Tagen, Stunden auf jeden Fall ordentlich im Auge behalten, weil vielleicht gibt es ja eine Kleinigkeit oder vielleicht auch was Größeres für euch demnächst auf dem YouTube-Kanal von uns zu gewinnen. Ihr kennt ja so unsere Giveaways, die wir in der Vergangenheit schon so gemacht haben. Vielleicht kommt sowas ja mal wieder. Also, genug mit den kleinen Augenzwinkern oder Wink mit einem Zaunpfahl oder mit einem Stahlgeschütz oder wie auch immer. Also wie gesagt, wir werden 2 Jahre alt, wir haben uns auf jeden Fall was Gutes für euch ausgedacht oder eine Menge für euch ausgedacht. Es wird immer wieder ein paar besondere Sachen geben und in dem Sinne, könnt ihr euch also darauf freuen. Macht euch einen Knoten im Taschentuch, da das nicht vergesst. So, und dann kommen wir schon zum Ende der Flaschenpost diesmal. Und ich möchte mich wieder sehr, sehr herzlich bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr hier so intensiv dabei wart, mir bis zum Ende zugehört habt. Und ja, Seekrauts wird 2 und Seekrauts wäre ohne euch nicht das, was das jetzt ist. Und davor im Vorwege schon noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank für euren sämtlichen Input, ob du konstruktives Feedback, ob eure Daumen nach oben, eure Abos oder auch die Weiterempfehlung. Ich möchte einfach für alles Danke sagen und freue mich auf viele weitere Tage, Monate, Jahre. Und ja, ich hoffe, es geht einfach so weiter, wie es jetzt ist. Wir fühlen uns wohl, wir lieben das, was wir hier tun. Ich liebe das, was ich hier tue. Und von daher, ja, haut rein, macht's gut, kommt gut ins Wochenende. Und wir sehen uns spätestens morgen, 20 Uhr, auf unserem YouTube-Kanal sind wir dann mit KPM im Multistream unterwegs. KPM streamt übrigens bei Twitch. Auch da ist die Adresse bei uns auf der Facebook-Seite nochmal zu finden. Ne? Also, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao, euer Seekrauts-Team, euer Maracha.